Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Aber Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht, nochmal eine coole Aktion für euch. Und zwar spart ihr 20% Rabatt über den Link, der unter dem Video am Start ist. Einfach auf den Link klicken, dann spart ihr schon über diesen Link halt 20%. Das sind hochwertige Metallposter für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Ihr könnt hier eingeben, was ihr wollt. Ne? Es gibt hier Kategorien, sagen wir mal Sport. Dann guckt ihr euch den ganzen DAX an. Ronaldinho, Christian Ronaldo, Stuttgart. Es gibt über Millionen Stück. Hier ist was von Mickey für die Basketballfans. Auch was am Start. Messi, Schalke, Ibrahimovic. Also es gibt auch sehr, sehr viele coole Sachen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Es gibt auch für die Leute, das ist glaube ich auch mit das, das am beliebtesten ist, und zwar die Animes. Und da gibt es auch aus so vielen Serien oder Animes halt die Poster. Checkt das gerne ab. Ich habe auch welche. Also meine ganze Wohnung besteht eigentlich mittlerweile daraus. Da seht ihr zwei. Einmal da, Messi Ronaldo, und einmal da, schwarzes Loch für die Weekend League damals. Und in meiner Wohnung sind auch ganz viele. Ich zeige euch mal, wie entspannt es ist, die einfach ran und raus und ran zu machen. So, da geht es zum Beispiel hier. Die Leute, die regelmäßig mal zugucken, die wissen, dass ich das schon immer habe. Hier, das nehmt ihr ab, dann klebt ihr die hier ran und macht es hier wieder ran. Und das war's. Sehr, sehr coole Aktion. Könnt ihr gerne abchecken über den Link in der Videobeschreibung. Das war's von mir und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also ganz kurz zum Format. Daraus wird höchstwahrscheinlich ein Video gemacht. Wir haben das schon mal gemacht. Es kam sehr gut an. Da lernt ihr uns besser kennen. Da kommen, ich weiß nicht, vielleicht sehen irgendwelche Beziehungen auch Überschneidungen. Ihr könnt uns alles fragen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert uns. Wir werden jetzt Fragen gestellt und wir antworten beide drauf. Oder wenn eine Frage an den anderen geht, dann antwortet der oder diejenige halt drauf. Haben wir, glaube ich, zuletzt vor irgendwie, wann waren das? Zwei Monaten? Drei Monaten? Irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber rutschen noch ein Stückchen. Irgendwie vor zwei Monaten war es, glaube ich. Hallo. Hi. Meine Frage ist... Erstmal vorstellen, Kevin. Ja. Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du so? Stuttgart 17, Fußball. Stuttgart 17, Brüche. Stuttgart-Fan? Ja, ja. Ja, und da ist es momentan ja, nicht so einfach. Ja. Bist du Deutscher? Ja, also meine Eltern kommen aus Albanien. Ich wusste es. Ich schwöre, ich wusste es. Man hört es in der Stimme. Ich wollte es gerade sagen. Man hört es in der Stimme. Ich wollte gerade sagen, Albanien. So wahr ich hier sitze, ich wollte sagen. Wenn ihr sozusagen einen Moment in eurem Leben so komplett neu erleben könntet, also eine neue, also die Erfahrung sozusagen nochmal von neu erleben könntet, was wäre dieser Moment sozusagen? Nochmal erleben oder neu erleben und was verändern? Den gleichen Moment genau gleich nochmal erleben, aber halt sozusagen nochmal neu, also ohne dass man es davor schon weiß. So. Als Manni und Diego noch kleine Babykatzen waren, da waren sie so süß. Nochmal erleben? Ja. Ich sag ehrlich, also was ich erlebt habe und nochmal erleben würde, was ich sehr, sehr cool fand, persönlich 1 Million Abo-Special. Ja, die Summer Games, Mallorca. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Das war echt eine lustige Zeit. Wenn man jetzt in diesem Streaming-Kosmos bleibt, ne? Sonst natürlich. Oder, oh mein Gott, Abi-Verleihung, der letzte Tag an der Schule. Letzter Tag an der Schule, du wirst es auch genießen. Bei dir ist es bald soweit, hoffentlich. Das wird ein ganz komisches Gefühl, wenn du zum allerletzten Mal in die Schule gehst. Du wirst nie wieder deine Lehrer sehen, du wirst nie wieder deine viele deiner Mitschüler nie wiedersehen, bei deine Freunde schon. Aber das wird ein ganz, ganz komisches Gefühl. So wie der letzte Tag in Ferien, mal 10. Die schreiben war eigentlich eine gute Vorlage für was Süßes. Du hast gesagt, Mann, Diego, und ich sag Summer Games. Wir haben beide dich gesagt, irgendwie nochmal kennenlernen. Ja, ist halt so. Im Streaming-Bereich sage ich das und so persönlich... Welchen Moment mit mir würdest du denn gerne nochmal erleben? Irgendwie? Mit dir? Urlaub fand ich sehr geil. Ja, aber welchen? Kreta. Ich auch. Kreta war sehr geil. Hallo? Hallo, mein Name ist Burak, ich bin 17 und ich gehe auch noch zur Schule. Hallo Burak. Mein Abitur gerade. Ah, okay, woher kommst du? Aus Hamburg. Oh, bist du ein HSV-Fan? Also ich habe mit Fußball eigentlich nicht so viel am Hut, aber mein Bruder ist halt so HSV-mäßig unterwegs. Also bist du auch nicht geiler Fan? Ich bin Fenerbahce. Also meine Frage wäre, das geht an euch beide. Und zwar mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, wie würde denn euer erstes Date, sage ich mal, wie würdet ihr euch das umändern wollen? Oder wäre es genauso wie das erste Date gewesen? Also würdet ihr dort was ändern wollen oder nicht? Also erstmal für die Zuschauer, unser erstes Date erkläre ich mal. Und da habe ich einen aufgespielt, meiner Meinung nach, im ersten Date. Als ich sie damals gesehen habe, habe ich ihr Armband geklaut. Hört sich erstmal komisch an, ist aber so gewesen. Armband geklaut, habe ihr dann bei WhatsApp geschrieben, wenn du dein Armband wiederhaben möchtest, müssen wir uns treffen. Zwinker-Smiley. Kleiner Joke. Nein, so war es nicht. Ja, doch. Du hast gesagt, ich habe das Armband.
Armband die ganze Zeit getragen. Er hat es nicht nur genommen, er hat sich das angezogen. Ja, okay, vielleicht hat sie recht. Aber ich habe es geklaut. Damit sie es wiederbekommt, muss sie sich mit mir treffen. Kleiner Joke am Rande. Dann habe ich mich mit ihr getroffen, ich bin zu ihr gefahren, wie man es macht. War gefühlt eine halbe Weltreise, hatte damals noch kein Auto, wir waren 16. Ne? Bin dann zu ihr gefahren, abgeholt, spazieren gegangen. War Sommer. Enten füttern, also nicht Enten füttern, sondern da langgelaufen halt, so in so einem Park. Da war so ein Schwanbaby. Wir alles hatten mit halt Glück, dass auch Sommer war, weil da hat man mehr Optionen für Dates. Dann rumgelaufen, dann sind wir zu einem Restaurant gegangen. Nee, wir waren in eine Eisdiele. Erstmal Eis und dann Restaurant? Ja. Dann habe ich ihr ein Eis geholt, das ist runtergefallen. Habt ihr kein neues geholt, ne? Nee. Kein neues geholt. Sind rumgelaufen, ein bisschen kennengelernt, ein bisschen getalkt, das ist ganz gut hier für alle. Dann Restaurant gewesen und haben... Pizza Margarita. Keine Pizza Tuna, dann stinkt ihr. Deswegen kleiner Side-Fact. Ja, weil du ja auch so mutig warst beim ersten Date. Da hättest du deine Pizza Tuna auch essen können. Ja, also ich küsse dich doch nicht beim ersten Date. Was denn das? Ich wollte das ja auch selber nicht, das wäre cringe. Ja, hä? Erste Date kannst du ja nicht, ne? Dann Restaurant, ganz entspannt. Rechnung natürlich übernommen, ne? Gentleman-mäßig. Dann wurde es abends ein bisschen kälter, habe ich ihr meine Jacke gegeben, habe sie nach Hause gefahren und habe gewartet. Gefahren. Ja, also zusammen BVG, so, ne? Und dann, das war unser erstes Date und ich würde es, um deine Frage zu beantworten, Bucher, das muss ich jetzt alles erzählen, damit die Leute wissen, wie unser erstes Date war, das würde ich genau so noch einmal machen, weil es funktioniert hat. Es war romantisch, es war nicht teuer, smart, Kopf, es war romantisch, du hast sie kennengelernt, wir haben viel miteinander geredet, geguckt, ob wir überhaupt gleich denken mäßig und ja. So würde ich es nochmal machen. Weißt du, was ich gut fand? Dass wir spazieren waren. Dann waren wir so in Bewegung. Und wenn mal jemand nichts gesagt hat, war es nicht unangenehm, weil wir dann einfach gelaufen sind und geschaut haben. Ja, aber wir haben eigentlich schon viel geredet. Unser zweites Date war im Kino. Ja. Das war zum Beispiel nicht so eine gute Wahl, finde ich, oder? Streben nach Glück. Zweite Date war Quatsch, ja. Quatsch? Nein, sorry. Aber man kann da sich nicht so gut kennenlernen, finde ich. Man kann sich halt nicht so viel unterhalten im Kino. Und dritte Date? Was war dritte Date? Ins Kino würde ich vielleicht ein bisschen später gehen, wenn man sich schon kennengelernt hat. Was war das dritte Date? Unser drittes Date? Geküsst, dritte Date, weißt du? Nein, viertes. Nein, das war drittes. Also unser viertes Mal, nee doch, das war safe dritte. Dritte war auf jeden Fall erster Kuss. Aber was war unser drittes Date? Ich versuche gerade mich zu erinnern, ich habe keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall haben wir uns im dritten, ich kann mich daran erinnern, weil ich habe zu dir gesagt, drittes Date, so kann man sich mal küssenmäßig erinnern. So war das, Burak, und ich würde es nochmal so machen. Ja, das ist doch schön. Oder, fandest du es gut, ja, ne, das Date? Ja, ich fand's nett. Hast du einfach so geküsst? Wie habe ich das, ich habe sie vorher gefragt. Ich muss sagen, unser erstes Date war schön, da kann man gar nicht so viel dran verändern, oder? Nö, ich fand's auch schön. Das war schon eine schöne Erinnerung. Ich fand's wirklich auch gut. Ja. Ich bin Jonas, ich bin 14 Jahre alt und gehe noch zur Schule. 14? Du hörst dich an wie 17, oder? Ja, schon sehr jung, du hörst dich viel älter an. Welche Klasse ist denn 14? 9., ne? 8. noch. 8. Klasse, da kommt noch so viel auf dich zu. Ja, ich weiß. Woher kommst du? In der Nähe von Frankfurt. Oh, Hauptwache? Nein, noch nicht ganz. Okay. Na gut, was ist deine Frage? Ja, an euch beide, was macht euch am anderen glücklich? Fängst du an? Geld, Fame. Also, an Eli macht mich glücklich, dass er für mich da ist. Sag doch jetzt sowas immer nicht, Eli. Ja, was denn? Also, es macht mich glücklich, dass er für mich da ist, dass er mich oft aufbaut, dass er so verpeilt ist und dann muss ich irgendwie jedes Mal lachen. Lustig nennt man das. Ja. Ich bin humorvoll. Ich weiß gar nicht, ob du so lustig bist. Doch. Ich glaube einfach, du bist so verpeilt, dass du lustig bist. Hab einen lustigen Humor. Und ja, dass du mir Rückhalt gibst. Das macht mich alles glücklich an dir. Ja, nix. Und mein Gaming findest du nicht schön? Jetzt mal ehrlich. Und ja, das macht mich auch sehr glücklich zu sehen, dass du so gut PlayStation spielst. Also bist du nicht ein bisschen stolz, dass ich so gut in vielen Videospielen bin? So ein bisschen? Okay, krass. Ja, doch. Okay, krass. Aber es geht doch, ich dachte, was mich an dir glücklich macht, nicht das, was du tust. Ja, okay, ja. Und ich muss sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, du kannst einen auch voll motivieren irgendwie, weil du so fleißig bist und immer so viel machst und willst, dann kannst du jemanden auch mit deinem Ehrgeiz anstecken. Danke. danke. Bei dir ist, ich finde es gut, dass du hast... Auf jeden Fall ein sehr gutes Herz. Du hast Anstand, du bist schlau. Das macht dich an mir glücklich. Habe ich die Frage falsch verstanden, oder? Ja, hast du. Was macht dich an,
Also, wieso mache ich dich glücklich? Weil du liebevoll bist. Na, du bist so, wenn es mir nicht so gut geht, dann bist du für mich da. Also, das bekommt ihr ja gar nicht immer so mit hinter der Kamera, ne? Eli Jello hat auch Tage, wo das alles ganz schön viel wird, sagen wir es mal so, ne? Also, da geht es mir nicht so gut. Hast du auch jetzt gut mitbekommen, auf jeden Fall, die letzten... Putzen und Wäsche machen, die letzten Wochen, so, da war es nicht immer... Da war es nicht immer so einfach und dann ist Melina für mich da, auf jeden Fall, ne? Sie versteht das alles. Es macht mich glücklich, dass du dass du Anstand hast. Was ist denn das für eine dumme Aussage? Du bist anständig. So, aber was hat es denn? Nein, das macht gar keinen Sinn. Weißt du was? Scheiß drauf. Du bist nicht anständig. Scheiß drauf. Okay, dann bist du halt nicht anständig. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, warum ich dich glücklich mache. Ich finde, du kannst gut kochen. Ah, endlich. Das wollte ich hören. Darauf habe ich gewartet. Du kannst gut kochen. Melina kann wirklich gut kochen. Also, wenn ich Hunger habe, dann macht sie mir gut was zu essen. Ist okay. Was ich halt mag an dir ist, dass du Respekt und Anstand hast. Edi, es geht nicht darum, was du an mir magst. Es geht darum, was dich glücklich macht. Ich verstehe das, aber stell dir vor, du wärst so voll assi und würdest so... Ja, aber dann wärst du gar nicht mit mir zusammen. Rücksicht, so, ich wollte sagen, so auch so. Du verstehst es, dass ich so viel streame und nicht so verkrampft bist und sagst, nein, du triffst dich jetzt heute mit mir und du wirst nicht streamen und das ist so und so. Du verstehst das große Ganze. Das mag ich. Danke. Sehr doll. Verständnisvoll. Hab nicht so viel Stress und so. Ist nicht so anstrengend. Auch wenn ich so im Urlaub gehe mit meinen Freunden, da hat es auch schon gekracht, ne? Sagen wir es mal so. Das ist eine Lüge. Boah, hat es wirklich schon gekracht, ne? Aber sie, das ist so, da geht's noch. Also sie ist, es ist nicht so, wenn du fährst, dann bin ich sauer, sondern du bist eher so, krieg mir mal deinen Standort mäßig. Also, oder was machst du? Sind da Frauen? So in der Art ist das. Aber mittlerweile hat sie sich auch dran gewöhnt, weil sie ja weiß, dass sie Urwürte, Willi und Sydney sind. Das war doch voll peinlich. Als Edi in L.A. war, dachte ich, ich habe so irgendwas gedribbelt und da wollte ich sein Handy orten. Ja. Da habe ich da irgendwas eingestellt und dann hat er eine Benachrichtigung bekommen. Sinn. Man kann, also für alle da draußen, man kann sein Handy orten lassen, also der Partner, wenn du das zulässt. Und sie hat es irgendwie eingestellt und dann habe ich eine Benachrichtigung bekommen. Melina möchte wissen, wo, also man sieht es da so. Hat sie blöd geguckt, ja. Das. Aber das sollte man nicht machen, man sollte sich auch so vertrauen. Hallo, hallo. Hallo, einen wunderschönen Abend. Oh, hallo. Hallo. Woher kommst du? Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Niedersachsen. Niedersachsen, 24. Ich sage, weibliche Community ein bisschen. Ja, ich sehe schon. Okay, gut. Okay. Ich habe ein bisschen Salz mitgebracht, also Herr Geller kann sich erstmal zurücklehnen. Ich nehme mich zurück. Ah, Manni und Diego lehnen sich auch zurück, sehe ich gerade. Ja? Oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen Dein Angst. Dein Freund ist ja sehr erfolgreich und gut, nee, also nicht gut aussehend, aber erfolgreich auf jeden Fall. Nicht gut aussehend. Na, danke. Das heißt, er kriegt wahrscheinlich vielleicht von weiblicher irgendwie von weiblichen Zuschauerinnen ein paar DMs. Da wollte ich dich fragen, wie gehst du damit um? Also hast du manchmal das Gefühl, nicht gut genug für ihn zu sein? Oder wie fühlst du dich dabei? Also am Anfang war es tatsächlich für mich noch ein bisschen schwieriger. Aber mittlerweile, also ich sehe ja manchmal auch seine DMs. Manchmal. Tatsächlich kriegt er gar nicht so viele DMs. Ja, das ist weil ein Anmärchen. Ich glaube, viele haben halt mitbekommen, dass wir zusammen sind. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und schreiben ihm tatsächlich nicht. Aber, ich weiß nicht, sollte ich ehrlich sein? Ja. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass da, also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich irgendwie so mithalten muss. Ich weiß, das ist eigentlich falsch. Aber weißt du, was ich meine, Edi? Ich verstehe das. So, ich habe manchmal das Gefühl. Aber brauchst du ja nicht. Ja. Du bist besser als die alle. Ich finde das unhöflich. Wenn die Frauen wissen, dass Edi vergeben ist und sie ihn dann anmachen, das ist doch sinnlos. Ich muss aber sagen, mich schreiben wirklich nicht viele Frauen an. 99% der Nachrichten, wenn mich ein Mädchen anschreibt, sind: Hey, mein Freund ist ein riesengroßer Fan von dir, kannst du bitte ihn zum Geburtstag machen? Oder sozusagen, hey, du bist cool und ich schaue deine Videos. Das ist ja was ganz anderes. Ich meine, jetzt so anmachen. Ja, also ich muss wirklich sagen, also ich sehe ja auch die DMs. Mir schreiben echt viele am Tag und ich sehe nicht alle Nachrichten. Und ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt zweimal wurde ich angemacht, glaube ich, irgendwie so in der Art, so annähernd, ein bisschen. So ein bisschen halt, aber da gehe ich halt nicht drauf ein. Eine Person hat ihn angeschrieben. Ja. Und dann war ich da auf dem Profil, ich gucke so, die folgt nur so Fußballern und so. Und jetzt ist die auch mit seinem zusammen. Also das hatte schon, die hatte schon Intention. Ja, so ein paar schon, ne? Aber ja, die Frage ist ja nicht an mich gestellt. Ich werde nicht so oft angeschrieben, muss ich sagen. Aber wenn die meisten sehen ja, du musst ja nur eine Minute auf meinem Profil verbringen, um zu sehen, dass wir
zusammen sind, auch lange zusammen sind. Ja, ja, aber zu der Frage, am Anfang war es noch schwieriger, mittlerweile geht es voll klar. Auf jeden Fall macht ihr nichts aus. Du bist um Welten besser als alle anderen, die versuchen, ihn anzuschreiben. Ah, danke schön. Aber ich hoffe, er muss heute nicht auf die Couch. Das ist lieb, danke. Da, ich habe voll gut geantwortet. Nein, du musst nicht auf die Couch, Eddie. Na gut, der Nächste ist drin. Hallo? Hab ich jetzt nicht verstanden. Hallo, ich bin Yusuf. Hi Yusuf, woher kommst du? Duisburg. Was machst du so? Ich bin Schüler. Na gut, mein Freund, was hast du mitgebracht? Was ist deine Frage? Also, ich habe zwei Fragen. Wenn ihr in eure neue Wohnung zieht, könnt ihr euch so vorstellen, vielleicht ein neues Haus hier zu kaufen? So eine Katze, so einen kleinen Bruder von Manny und Diego oder so? Nee. Ich hätte gerne noch ein Geschwisterkätzchen, aber, also die sind süß und wir lieben sie auch über alles, aber die machen echt viel Dreck. Ne? Und es sind Wichser, das und, kann man auch mal sagen. Man muss ja auch gucken, dass es irgendwo noch, also es muss ja genug Platz geben für drei Katzen. Und ich finde, zwei Katzen in einer Wohnung ist schon okay. Ja, also es ist nicht geplant. Also Plan ist wie folgt, da jetzt ein paar Jahre wohnen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Eli Geller Junior, ne? Und dann ist der Plan ins Haus zu ziehen, also dann in ein Haus zu ziehen. Das ist mein Plan. Vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen. Wenn wir in ein Haus mit Garten ziehen, Volleyball, Indoor, dann wollen wir Tennis, einen Hund haben. Beide Fußballer, der eine wird Profi, der andere nicht, weil er zu oft feiern geht. Ich bin immer bei den Tennisspielen dabei und bei der anderen bin ich beim Volleyball oben auf der Tribüne mit unqualifizierten Sprüchen, vielleicht leicht einem Tee und mach den Garten und sowas und hab dann halt so einen Hund. Der Hund kommt noch irgendwann dazu. Das ist so mein Plan für die nächsten Jahre. Aber jetzt für die Wohnung nicht. Da reichen die beiden Arschgesichter hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie frech die sind, Freunde. Das geht an Melina. Wenn du furzt, warum schiebst du immer die Schuld auf Eli? Sehr gut. Das tue ich tatsächlich nicht. Also im Stream auf jeden Fall nicht. Ich habe schon oft gepupst und du auch, kann man mal sagen. Man muss sagen, Melina hat schon oft einmal rausgehauen. Aber ich habe nicht im Stream. Aber nicht während dem Stream. Im Stream gepupst. Nee. Aber falls Melina pupst öftermals. Gar nicht. Offstream. Doch, Real Talk. Nein. Aber im Stream habt ihr noch nie gepupst. Das mache ich meistens. Hallo? Ja, sorry. Jetzt sind wir da. Alles klar. Ich hatte eine Frage. Mal vorstellen. Woher kommst du? Wie kommst du? Also ich komme aus Bielefeld, bin 22 Jahre alt. Ja. Und heiße Eugen. Eugen? Also was bist du für ein Landsmann? Ich bin Russe. Ah, Russe. Kasache. Herr Eugen oder Evgeni? Eigentlich heiße ich Evgeni, aber... Woher weißt du das? Den Namen haben wir auch. Echt? Ja. Oha. Ist doch ein orthodoxer Name, oder? Bist du orthodox? Nee. Ah, okay. Okay, das war Quatsch. Wie kamt ihr genau auf die Katzenrasse von Manny und Diego? Hattet ihr da noch anderen in Aussicht? Fand ich immer am hübschesten, um kurz zu machen. Wir fanden die niedlich vom Aussehen her und wir haben uns halt informiert, welche Katzen für die Wohnung geeigneter sind. Bei britisch Kurzhaarkatzen eher so ein bisschen, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern, aber die Rasse ist ja eher so ein bisschen fauler und ruhiger und familienfreundlicher. Das war auch noch ein Grund. Aber mein Hauptgrund war auch, die sind pflegeleicht plus... Pflegeleicht. Ja, die sollen verschmust sein und anhänglich und so. Ich mag das. Ja. Und die sind ultra hübsch, finde ich. Britisch Kurzhaar Katzen oder Kater, das ist eine sehr, sehr hübsche Rasse. Finde ich persönlich. Sind schon niedlich, finde ich auch. Ja. Oder Chat, wie findet ihr? Ich finde, Mann und Diego sehen übelst hübsch aus. Deren Augen, deren Schnauze und deren Fell finde ich sehr, sehr hübsch. Ja. Hatten wir noch andere Optionen? Ne, Perser ist, glaube ich, auch ganz cool. Es gibt auch so andere, dieses spitze Gesicht, aber das mag ich nicht so. Und mir war halt wichtig, wie die vom Wesen sind. Und britisch Kurzhaar soll vom Wesen extrem entspannt sein. Ich hatte noch überlegt, vielleicht eine Katze aus Griechenland mitzubringen. Wen denn? Charlie? Na, entweder Charlie oder Gina. Aber das Ding ist, die sind halt da am Freien aufgewachsen. Und ich glaube, die würden sich in der Wohnung gar nicht wohlfühlen. Diego 10 von 10, Manni 8,5. Okay, was ist deine zweite Frage gewesen? Meine zweite Frage wäre Melina. Und sind die Katzen... Oder Eli unordentlicher? Eli. Eli macht mehr Dreck. Aber ich muss auch dazu sagen, okay, scheiß drauf. Das Gute ist, wenn bei den Katzen was daneben fällt von ihren Futter, dann fressen die es halt. Bei Eli bleibt es liegen. Ja, Eli dann auch mal die Schere heben, ne? Ja, aber es ist wirklich, also Real Talk jetzt. Ich werde hier auch ins falsche Licht dargestellt. Ich bin eigentlich ein ordentlicher Typ. Darf ich mal deinen Tisch? Ja, mein Tisch. Aiming, Leute. Das Genie. Ist fürs Aiming. Ja, ist auch so. 15 Punkte plus beim Aiming-Skill. 15%, ja. Es ist ehrlich so, dass... Ey, hier liegt ein abgekauter Fingernagel, Leute. Der soll da auch liegen. Das gehört dazu. Der soll da auch liegen. 15% besseres Gaming. Die Leute verstehen es einfach nicht. Aber es ist okay. Das ist der Grund fürs gute Gaming. Aber ja, ich muss vielleicht ein bisschen was dran ändern, aber das Genie beherrscht das Chaos, sage ich jedes Mal aufs Neue. Aber ich mache schon wirklich viel Dreck, ne? Ich bin halt, wisst ihr, wo ich auch faul Dreck, bin? So. Unordnung, würde ich sagen. Ich bin extrem faul in Abwasch und Wäsche. Wäsche ist das Schlimmste, was es gibt. Ich gebe euch eine Zahl. Ich habe, seitdem ich hier lebe, das ist anderthalb Jahre, wohne ich jetzt alleine. Wenn
wenn sie jetzt nicht da ist, habe ich, ich habe in dieser kompletten Zeit 3-mal Wäsche gewaschen, in 1,5 Jahren. Ah, komm, bekommt ich warte, bis sie da ist, bis meine Schwester da ist oder bis meine Mutter das macht. Eine von den dreien. Ich ziehe so oft einfach die gleichen Sachen an. Als ich mal länger weg war, hatte er keine Unterhosen mehr, darf ich das erzählen? Ja. Da läuft er einfach zum Wäschekorb, der Dreckwäsche, und wischt sich da was raus. Ich war voll schockiert. Dann habe ich erst eine Waschmaschine angemacht. Es gab auch schon Zeiten, da habe ich Fußballhosen als Unterhosen benutzt. Weil Badehosen auch? Badehosen schon. Auch, ja. Es gibt auch Zeiten, da habe ich einfach mal dreckige Wäsche, also so ein Pullover mit Flecken angezogen. Aber egal. Manchmal siehst du die Flecken auch einfach nicht. Ja, so läuft es halt ab. So läuft es ab als Gamer. Ich bin Mika, ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Dortmund. Oh, okay, bist Dortmund-Fan. Ey, das ja, ist Mika, Mann. Weißt du, wie du dich anhörst? Chat, wie hört er sich an? Du hörst dich an wie Reason. Kennst du Reason? Ja. Ich finde, er hört sich so an wie Reason, wie er die Wörter ausspricht. Na gut, dann hau mal deine Frage raus. Ja, also es ist jetzt eher so eine trockenere Frage, aber also meine Frage wäre jetzt mit der Wohnung, wann ist die ungefähr fertig und wie sieht es danach mit dem Haus aus? Also wie lange wollt ihr da drin leben? Ja, Wohnung ist fertig im August und hoffentlich im August. Hoffentlich, ja. Sonst hat Edi ein Problem. Sonst habe ich echt ein Problem, weil ich muss hier ausziehen, mein Freund, in 4 Monaten. Ich habe einen befristeten Mietvertrag, ich muss hier raus in 4 Monaten. Wenn es bis dahin die Wohnung noch nicht fertig ist, dann wird es wieder Streams von meinem Vater geben. Aus dem Kinderzimmer. Ist ehrlich so, ich weiß sonst nicht, oder ich muss mir ein Büro mieten. Da freut oder sich so. Dein Papa, ja. Ja. Also mein Plan ist es, um deine Frage zu beantworten, ungefähr 3 Jahre da zu leben. Unser Plan. Unser Plan, ja, sorry. Unser Plan ist es, dort 3 Jahre zusammen zu wohnen. Das wird ja auch die erste Wohnung, wo wir dann zusammen leben werden. Also zum allerersten Mal wohnen wir richtig offiziell zusammen. 3 Jahre. Dann würde ich ganz gern 1, 2, 3 Babys machen. 4 vielleicht. Wo dann alles ein bisschen ruhiger ist. Dann bin ich 28, kriege vielleicht eine leichte Wampe. Ne? Stelle mich dann im Sturm bei Delay und bewege mich nicht mehr so viel. Und dann würde ich anfangen mit dem Hausbau. Also ich hatte ja schon mal dieses Hausthema und du kannst dir nicht vorstellen, oder ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Es ist extrem teuer, wenn du es so machen willst, wie ich es mache. Möchte. In Berlin, so eine Stadtvilla ist hardcore. Das soll nämlich mein Traumhaus werden. Du bist da im... Das ist sehr, sehr teuer, ne? Also, ich hatte schon so Preisregionen, aber es hat damals auf jeden Fall noch nicht funktioniert. So, damit ihr eine Zahl habt, so 2-3 Millionen. Und das konnte ich mir damals nicht leisten. Und deswegen wurde das auch alles erstmal eingestellt. Das ist aber so mein Plan. Wir wollen... Was ist? Und wir wollen... dort dann in 3-4 Jahren wohnen, würde ich sagen. Aber parallel bauen, während wir noch in der Wohnung leben. Ich würde gerne noch ein bisschen länger in der Wohnung bleiben. Weil ich die so toll finde. Aber Melina, das wird nicht passen, vom Platz her. Da gibt es ja kein Streamingzimmer mehr. Doch, den Streamingzimmer wird es geben. Eine Frage habe ich noch, eine ganz kleine. Delay, wie sieht es eigentlich aus mit deiner Verletzung? Also, wie stellst du dir vor, wie lange du da noch spielen kannst? Und wie sieht das aktuell aus? Weil du hattest ja letztens auch Probleme gehabt. Jetzt fühlt sich Edi wie so ein Profi bei einer Pressekonferenz. Er hat richtig auf die Frage gewartet. Also, danke für die Frage. Das ist, ich weiß, die Fans wünschen sich mich wieder zurück auf den Platz. Das Problem ist, ich hatte jetzt ein Außenband anderes, war 4 Wochen verletzt, konnte seit dieser Woche ins Training, bin ich auch mit dem Physio, also ich bin mit dem Physio im Austausch, war auch da, gehe nächste Woche wieder und kann höchstwahrscheinlich am nächsten Spieltag wieder spielen. Es kommt jetzt das Spiel gegen die Polizei, da bin ich nicht da, aber dann das nächste Punktspiel. Und um die Frage für die Zukunft bei dir zu beantworten, ich will eigentlich so lange es geht zocken. Wenn mein Körper es zulässt, dann gehe ich da mit 35 nochmal auf Torejagd. Aber halt nicht in der ersten dann, sondern wir wollen ja auch, keine Ahnung, eine dritte, vierte Herrin machen, irgendwann mal. Nächstes Jahr kommt die zweite Herrin und dann gehe ich da mit Sydney. Wenn Sydney 140 Kilo wiegt und Bilo 120, dann sind wir da in der Kreisliga C nochmal. Und dann habe ich meinen 15. Kreuzbandriss und dann schiebe ich die Dinger da nochmal ein. Also ich sag mal so, bis zur ersten sehe ich mich so bis zur Bezirksliga ungefähr. Falls wir immer aufsteigen, 3-4 Jahre. Und danach würde ich, glaube ich, runtergehen mit meinen Kumpels. Und die erste wird aber weiterhin hochgehen. Also ich bin Johannes. Hallo Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Komm in Dresden. Wie alt bist du? 17. Ja, bist du Dynamo-Fan? Ja. Ich steig vielleicht in die zweite auf, oder? Ja, ja. So ein paar Punkte. Ich glaube, Mannheim morgen weggemacht werden. Ja, wir müssen morgen gegen Mannheim gewinnen. 5, 6 Punkte oder so. Weil Freiburg 2 darf nicht aufsteigen. Also meine Frage wäre, wenn ihr bei 7 vs. Wild mitmachen würdet, welche Gegenstände würdet ihr in eure in die Flasche tun? Coole Frage. 7 dürfen wir mitnehmen, ne? Ich würde sagen. Nee. Alles, was in die Flasche passt. Also wir können nur 50 Angelhaken mitnehmen. Wie? Das ist eine. Also so. Hä, hey, was sind denn die Regeln? So eine Flasche so? Naja, also ihr habt eine Flasche, da passen, glaube ich, 1,1 Liter Wasser rein. So also, wenig? Und es ist halt, ja. Ach, das sind die neuen Regeln? Ich wäre voll gern bei 7 vs. Wild dabei mit dir zusammen. Melina, da gibt's Bären. Und 2 Wochen. Ach, ist es nicht so am Meer?
Nee, das ist Alaska oder Kanada, glaube ich. Ach so, nee, also nur wenn es warm ist. Ja, hast du noch einen Wunsch? Eine 1-Liter Flasche also davon mitnehmen. Und dann darf ich, weiß nicht. Also, Zahnbürste. Nein, Unsinn. Taschenmesser. Ja, passt es da rein? Ja, da passen kleine Taschenlampe. Taschenmesser. Wie sollen da eine Taschenlampe reinpassen? Taschenlampe, ganz wichtig, ein Kamm. Nein, du dumm, scheiß auf Aussehen. Concealer. Also Taschenlampe ja, Taschenmesser ja. Hä, ganz kurz mal eine Frage an dich. Du willst mir erzählen, die dürfen keinen Schlafsack mitnehmen? Doch, doch, also jeder kriegt schon einen Schlafsack dazu. Dürfen die so eine Axt, also so ein Messer, so ein Schwert mitnehmen mäßig? Ja, das passt nicht in die Flasche. Also das Messer nicht. Ja, aber halt dann, das Ding ist, das Deckel muss dann auch zugeschraubt werden. Ja, okay. Cool. Also. Nahrung, weil man 14 Tage dort ist und nicht mehr nur 7. Ja, vielleicht so getrocknet, irgendwas Proteinreiches, was satt macht, so getrocknete Salami. Sowas? Du würdest Beefy da reinkloppen? Ja, ich würde mir da ein paar Beefys reinkloppen in diese. Aber natürlich ohne Schwein, damit du auch essen kannst. Aber das, ich glaube, dafür würde ich Platz gar nicht wegnehmen. Oder Nüsse. Nüsse. Hey, da kannst du auch theoretisch mal viel reinmachen. Also eine ganze Flasche voll mit Nüssen? Nein, wir dürfen ja nur eine Flasche. Ich würde vielleicht so ein Stück unten. Nicht mehr. Aber, ja. Irgendwas, was halt satt macht. Und ich sage euch ehrlich, so getrocknete, weiß ich nicht, Früchte würden auch gut sein. Datteln. Pulevita-Welt. Eine Pulevita-Welt. Ja, das reicht doch, Melina. Das sind Beeren, das ist in Alaska, das ist 2 Wochen. Ich hab's. Pfefferspray. Ja, wahrscheinlich hilft Tierspray wegen Rot. Rot ja, mit ist ja Tierspray. Pfefferspray ist ja gegen wilde Tiere eigentlich gedacht und nicht gegen Menschen, oder Leute? Dann würde er es schaffen. Ich bin Dennis, 14 Jahre alt. 14? Digga, du hörst dich an wie 24. Der klingt echt älter. Ja, woher kommst du? Augsburg. Okay. Ich spiel Fußball. Wie groß bist du? Ja, 1,90. Also das ist Scam, das ist doch Scam, Bro. 14 und 1,90 ist ein Scam. Dann kannst du ja überall durchgehen, als alles gefühlt. Wann hast du Geburtstag? 1.1.? Nein, 13. Oktober. Okay. Na gut, was ist deine Frage? Also... Alter. zum Beispiel... Also der Traumberuf von euch beiden als Kinder. Sorry, war mein Klingelton gerade. Ich wollte, abseits vom Fußballer, ich wollte dann später Polizist werden. Polizist, Lehrer, Astronaut, gar nicht mehr so. Also ich sehe jetzt als Kind so, ne, als ich so 8., 9., 10. Klasse war. Ich wollte irgendwas machen, wo ich selber mäßig mein Chef bin. Ich weiß, das sind Polizisten und Lehrer nicht, aber die können ihr Ding machen so. Wenn ich Lehrer bin und da ist so ein Wichser, der mir auf den Sack geht in der Klasse, dann sage ich, fick dich, fahr das mein Klassenzimmer. So, ja, in der, wenn du das sagst. Bei der Polizei geht ähnlich. Feier. Bei der Polizei, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann kann ich so ein bisschen, ne, so ein bisschen mein eigenes Ding machen. So ein bisschen. Und das fand ich immer ganz cool. Auf jeden Fall auch mit Menschen. Deswegen Polizei, Lehrer. Oder halt so Manager, aber das kam, also Fußballmanager, aber das war viel später. Und du? Also mein Traumberuf war tatsächlich, ich wollte Innenarchitektin werden. Ich habe mich immer in Möbelhäusern voll wohl gefühlt. Wenn wir zu Ikea gegangen sind, dann wollte ich immer nicht in die Spielecke, ich wollte mal Möbel angucken. Innenarchitektin? Ich habe auch immer richtig so die Schränke aufgemacht und alles angepasst. Und was noch? Das ist jetzt eine random Bürofrau. Ja? Ja, ich fand das immer so cool mit Papier. Meine Mutter hat mir, als ich klein war, da konnte ich dann nicht mal schreiben, da hat sie mir immer den PC angemacht und hat mir ein Word-Dokument geöffnet. Und ich habe dann so eine Stunde lang einfach so getan, als würde ich tippen. Und Lehrer nicht? Und dann habe ich meine Mutter am Ende noch gefragt, was ich geschrieben habe. Ja, Lehrerin auch. Das hat mir auch Spaß gemacht. Hallo? Du hast ein falsches... hörst du mich? Ja, du mich auch? Ja. Moin. Kommst du aus Hamburg? Nee, ich komme aus Ostfriesland. Niedersachsen an der Nordsee. Was ist die nächstgrößere Stadt? Oldenburg. Die nächstgrößere Stadt? Bremen. Ah, passt. Ah, okay. Ich bin Phil, ich bin fast 15, ein paar Tagen. Ja? Meine Frage ist, ich wollte fragen, ob Melina auch mal Lust hat, seinen eigenen Elevate-Hoodie zu entwerfen. Und ob du das auch zulassen würdest. Ich hätte richtig Lust drauf. Nein, aber für Frauen? Ja, für Frauen. So 2 Teile für Frauen, irgendwas. Also ich finde sowieso, die Hoodies können auch Frauen tragen, aber vielleicht irgendwas, was so extra für Mädels gedacht ist. Aber... Vielleicht irgendwie so ein bisschen High-Waist und Cropped oder so. Wir haben wirklich überlegt, sogar ein Produkt rauszubringen, nur für Mädchen. Aber wir müssen halt gucken, wie das ankommen würde, ne? Also nicht alle... Also erstmal muss man dazu sagen, ich habe so 7% meiner Follower sind weiblich. 7-8%. 70.000, 80.000 würde ich sagen, bei 1 Million Follower, sowas in der Art. Aber wie viele davon sind gewillt, sich bei Elevate dann einen Hoodie zu holen? Weißt du, was ich meine? Dann müssen wir halt, aber ich ja. Ich würde, wenn ich ein Produkt mache, würde ich nicht einen Hoodie machen, weil Hoodies sind ja so... Was ist das beliebteste bei Frauen? Hosen? Tops? Tops? Ja, so ein Top wäre cool. Aber musst du halt extrem günstig verkaufen, ne? Mädchenklamotten sind viel günstiger als Männerklamotten, habe ich das Gefühl. Irgend so ein schönes, hochwertiges Basic. Wie teuer war das? Das ist aber von Stradivarius, das ist jetzt keine Marke. Wie teuer? 15?
So, schwierig dann. Weil ich glaube, so diese hochwertigen Sachen, dann holst du das bei so einer richtigen Frauenmarke, weißt du? Aber ja, vielleicht testen wir das mal. Und dann, willst du es machen? Willst du es designen? Ich würde gerne mithelfen, wenn ihr mich lasst, aber ich muss nicht. So, irgendwas, was zu den Jogginghosen vielleicht passt oder so. 20 Euro machst du fertig. Ja, ist schwer. 70k Konkurrenz. Melle bleibt lock. Wie, was? 70k? Ach so. Jetzt verstehe ich auch. Habe ich auch nicht verstanden. Jetzt check ich so. Hä, warum guckst du so grimmig? Ich dachte deswegen. Habe ich grimmig geguckt? Ja. Ich bin einfach nur müde. Ich habe nicht mit Absicht grimmig geguckt. Ja. Und Lukas. Ich finde das toll, wenn sich die Mädels unterstützen. Ich sehe das gar nicht. Ich betrachte die eher als Freundinnen und nicht als Konkurrenz. Sehr gut.